Und herzlich willkommen wieder zurück zu Dings. Und wir machen den Typ jetzt. Hey du. Ja, spielen wir irgendwie. Du bist zum Glück der Letzte. Ja, was Jimmy Ghost ist. Ghostwriter Jimmy, oh nein. Er hat ein Pi. Süß. Das ist so komische Ohren. Weiß ich nicht, was das ist. Das sind diese Anime-Ohren. Anime-Ohren? Ja, die bei BlazBlue auch alle haben, die Katzenmenschen, die Hundemenschen. Nein. Oh doch. Nein. Das sind die Anime-Ohren. Wow, ein Tornupto. Ah, das hatten wir mal. Süß. Jetzt ist es tot. Ein Volltreffer auch. Es ist so tot. Was hat er noch? Was hat er noch? Und auch ein Halter. Ach, nee, lass mal sagen. Wird zwar ein bisschen dauern, bis wir es klein kriegen, aber hey. Ach, sieh ich dreimal das. Nutzt du dem den Kopf weg? Was ist sein Kopf? Wow. Weichei. Ach nee, komm, bitte nimm Einstein. Matschbombe! Das ist ja. Oh, okay. Hätten sofort Matschbombe einsetzen sollen. Und das hat nicht mal irgendwie kritischen Schaden gemacht, das war einfach nur normaler Schaden. Ja. Wir haben es geschafft. Yeah. Ist gute Attacke. Und auf geht's nach Dings. Bist du nicht sicher, dass da in diesem Zwischending eventuell nicht was versteckt war? Na egal. Du schlauer Hund, du. Ja. Ist tatsächlich nichts. Warum kann man dann da runtergehen, wenn da nichts versteckt? Abkürzung oder so. Abkürzung, wo ist denn das eine Abkürzung? Ich bitte dich. Okay. Ach, jetzt neuer Felstunnel für uns. Oder wie? Tunnelfahrt. Bitte oder nicht. Nein, aber bitte lass das jetzt kein. Ah, okay, so eine ist das. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Höhle wieder. Ja, du suchst mal alles nach Zeug. Nein, ich renn hier durch. Alter, das ist echt lang. Was soll denn der Scheiß? Hallo, komischer Typ. Verschlafen Sie so frisch, ich weiß. So, mal sehen. Hier, Tunnelfahrt, ja. Oh, hier sind wir. Ja, hier okay. Sind wir irgendwie durchgelaufen. Ah, oh, hier ist eine. Warte, ist das eine neue Route? Route 7. Weiß ich nicht. Das heißt, wir dürfen hier was fangen. Waren wir hier? Noch nicht? Wir dürfen was fangen. Nein, sicher? Waren wir noch nicht, ja. Okay. Wenn da was Gutes! Ah! Was? Das ist okay. Ah, das ist die. Ist das die. Vorentwicklung von diesem komischen Vieh, was den Muschel am Schwanz hat, nee, oder das ist die Weiterentwicklung davon. Okay. Absolut. Kannst du es aushalten? Oh Mann, Claudio, warum? Okay, das funktioniert sogar. Ja. Okay, Entschuldigung. Dann einmal muss ich ja in dein Wissen als Pokémon-Trainer vertrauen. Natürlich. Nein! Uff! Jetzt solltest du ihn fangen. Das ist praktisch. Wieso haben wir nur Psycho? Wir haben jetzt ein Psycho-Wasser-Pokémon. Was soll die Scheiße, ey? So, du kommst mit mir. Ja, noch haben wir es nicht. Mhm. Fuck. Wow, hat der richtig gut funktioniert. Los, soll ich mal gucken? Ja, fang Chancenrechner. Komm mit mir. Wahrscheinlich hast du es bis dahin schon wieder getötet. Lasho King. Come eat me. Was hatte denn? Fangrate 70, das ist relativ hoch. Wow. Also relativ hoch. Da hast du auch den Superball eingegeben? Also, wie Achso, hoch die nee, Prozent ich bin jetzt ist. Nicht beim Rechner gerade, ich bin. Achso. Ich hab's. Denn? Okay. Okay. Okay, endlich ein Lasho King. Wer darf es eigentlich benennen? Scheiße, ja, warte mal. Unser letztes Pokémon habe ich, glaube ich, benannt. Da bist du, glaube ich, dran. Ist männlich. Du darfst ihn auch gerne einen Namen geben. Ich habe keinen sonnigen Einfall für ihn. Kevin. Okay, dann mache ich es lieber. Gut. Ich finde nämlich, er sieht aus wie ein Kevin. Ich weiß, wie ich ihn nenne. Ja. Gut.
Buddy. Wie Buddy und Buddha, aber nur Buddy. Oh, please. Okay. Aber jetzt wird es endlich mal Zeit, dass nicht mehr VM-Sklave den EP-Teile bekommt. Ja. Genug damit VM-Sklave. Du hast genug Erfahrungspunkte abgestaubt. Ist echt so. Irgendwann ist immer gut. Was hast du eigentlich? Küstensalz hast du dabei. Was macht das denn? Weiß ich besser, nicht. Besser, dass die Angriff von Wasserpunkten. Aber wir könnten ihm auf jeden Fall Sägesang geben, aber erst. Warte. Küstensalz als Küsthöhle befand. Es ist extrem salzig. Okay, das macht. Das ist also wahrscheinlich für irgendeine KI oder was? Nee, Buddy, du bekommst das. Dann wirst du mitleveln. Mal sehen, was Buddy drauf hat. Oh, stimmt, das ist ja auch random. Ja, Route 7 mit Level 17. Er kann Bedroher, das ist doch nicht schlecht. Und er kann Tackle, Heule, Aquaknarre und Konfusion. Aber hey, eine normale Tackle ist auch nicht schlecht, wenn man die mal hat, glaube ich. Natürlich, das ist der Buddy. Also Buddy. Also. Warte mal, ich will noch mal hier gucken, welche Pokémon wir hier sonst zu finden. Wow, wir hätten Rihorn finden können. Mano. Mano. Hättest du lieber dieses Rihorn gehabt? Ja, lieber als Buddy, muss ich sagen. Okay, warte mal. Was gibt's noch? Bitte, was Gutes. Cool. Wow, das wäre cool gewesen. Smogmog. Aber. Pff, ja, ist nicht schlecht. Es gibt Besseres. Ist nicht schlecht. Ich mag das. Also, ja, gut, ich gehe ja eher nach der Optik. Ich habe ja keine Ahnung, was die für Attacken drauf haben. Aber ja, ich bin auch früher immer auf die Optik gegangen, bis ich dann gemerkt habe, ah, die Pokémon. Oh, guck mal, da ist die Rocket. Designer Mike! Weiß ich aus Team Rocket sagen will. Ja, Designer Mike, das wäre nicht. Nicht. Oh, schade, ich dachte, der greift dich jetzt an, weil du bist ja in der Stadt. Richtig. Wann treffen wir eigentlich wieder auf das Team Rocket, also auf Designer Mike? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Ja, hallo. Pokeführte weg Pokémon mit einem Ton, den nur. Ja, genau, die brauchen wir nämlich noch. Fuchsania City Radweg, bla. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich einen Radweg benutzen. Ja, okay, wir müssen auch noch zum Radweg, das weiß ich noch. La la. Was ist das denn? Das ist ein Quapuzzi oder was? Ne, Quappo. Wie das aussieht von der Seite. Quappo ist mein bester Freund. Süß. Also entwickelte sich als was? Als es einen Wasserstein gab. Ja. Tausche Münzen gegen Preise. Können wir hier ein Porygon haben? Weil hier können wir so ein Ding mit einem Münzkorb. Achso, stimmt. Also wir brauchen erst einen Münzkorb, dann können wir. Kannst du mir einen Münzkorb geben? Ich hatte heute eine Glückssträhne. Ja, hier ist voll. Ja, hier kann man Porygon kaufen. Aber da ist sowieso alles random ist, können wir irgendein Pokémon kaufen, was hier ist. Wahrscheinlich. Oh, hier können wir Zerschneider einsetzen. Wie praktisch. Wir werden gleich Prismania City noch weiter erkunden. Kannst nicht glauben, dass wir schon Taubos haben. Setzen wir Zerschneider ein und ich finden einen EP-Teil. Geil. Wem willst du ihn geben? Nee, niemanden. Also, nee, vor allem Sklave hat's nicht. Nee. Ach komm, ey. Also denn werden die Kämpfe dann länger. Ich hab keinen Bock drauf. Na ja, gut. So. Zerschneide den Scheiß. Weg. Okay. Ah, hier bin ich in der Arena. Yay, Erika ist hier. Guck mal, der was war. Erika! Diese Arena ist voller Frauen. Cool. Nee, egal, ich bin noch Kai, ich bin 10 Jahre alt. Nein. Wieso gucke ich eigentlich danach? Ich versteh's nicht. Claudio, Frauen. Ja, was denn? Was ist mit Frauen? Die haben Brüste. Zwei. Ja, manche haben auch drei oder nur eine. Das hast du jetzt gesagt. Lustig, ich hab alles gespielt, hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig zum Preis eingetauscht. Ich hatte hier müssen wir auch noch durchkommen, aber irgendwann später. Ich spiel halt der Schade nur Ruf unserer Stadt, hey kleines Mädchen. Oh please. Aber Smogon. Ist doch nett, wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Also ist nicht gut für ein Kind. Ist ja schlimmer als Rauchereltern. Einkaufszentrum, da gehen wir auch noch rein. Ist ja riesig, ey. Ich hab mein. Die nette alte Dame in der Villa, aber kochend heiß, muss kühlen, ich trinke. Prismania Villa, okay, geh mal erstmal da rein. Hallo! Oh, was ist das? Es ist ein Pipi! Ein Pipi, schon wieder. Hey, ein Nidoran, weiblich, und hier ist ein Marzi. Hey. Oh, Marzi! Entschuldigung. Ich hab Tee erhalten.
Was macht es? Du hast nichts besser als Amra am besten. Kannst du mir noch einen Tee geben? Mauzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Wow. Ja, woher? Das muss er. Stiehlt einfach. Aber es ist okay für die alte Frau. Natürlich. Irgendwie muss sie das hier finanzieren. Hier ist nichts. Kann man nicht mit den Möbeln oder so interagieren? Ja, kann man, aber ich habe keine Lust darauf. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Dann ist die Magier, aber nicht so vergessen Sabrina. Was willst du von meiner Schwester, du? Das ist so ein Fick. Ich bin der Programmi. Achso, stimmt, das ist eben in jedem Pokémon-Spiel gibt es hier diese. Die Entwickler, die sich selbst in das Spiel eingebaut haben. Ah, Game okay, Story. Verstehe, das ist so. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Dann nee. Schaltet man bestimmt irgendwas frei. Ja. In der Grafiker, ich habe alles gezeichnet. Cool. Ich wette, das ist so irgendwas, wenn du wirklich das Pokédex komplettiert hast, wenn das überhaupt geht, dann kannst du am Ende zu dem Typen gehen und dann schaltest du irgendwas frei. Ich wette es. Ja, ich war. Nee, wir kriegen da so eine Auszeichnung. Einfach mehr nicht. Ein Zertifikat, dass wir es geschafft haben. Soweit ich das noch weiß. Keine Ahnung. Oder einen zweiten Meisterball, ich weiß nicht. Na, werden sehen. Da war doch noch eine zweite Treppe nach oben. Ja, ich weiß, aber wo? Ja, in dem Haus. Ja, da, wo es zum zweiten Mal nach oben ging. Aber da links, hier. Ja. Oh, wir können von hinten so aus da reingehen. Aber da ist der Typi davor, der irgendwie uns den Weg versperrt. Da müssen wir später hin. Ah, okay, verstehe. Kann jetzt eigentlich schon in die Spielhalle gehen oder nicht? Ich weiß nicht. Was ja, aber du warst doch schon in der Spielhalle. Nee, Kawas, da bin ich mir sicher, aber ich habe ihn verloren. Wo ist er denn hin? Richtig, stimmt. Wir müssen erst in die Spielhalle und dann müssen wir da das Ding sie Team Rocket hier voll auf die Spur kommen und so. Aber was sollen wir zuerst machen? Sollen wir erst gegen Erika kämpfen und dann. Erika! Ja, ich denke, wir machen erst eine Arena-Leiter und dann machen wir das mit dem Dings. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Ich will irgendwie. Ich weiß nicht. Wir werden uns das mal alles anschauen. Hey, du. Ich mache hier mit meinem Bruder Urlaub. Brisbane City ist wundervoll. Dieser Urlaub war bla bla bla. Warum nur musste ich ihren Bruder mitnehmen? Na, so ist er von. Ja, weiß ich auch nicht. Und warum habe ich die gleiche Stimme wie meine Freundin? Ich weiß nicht, Alter. Ja, gut. Boss. Hey, Boss. Wir machen gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Geil. Mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Schenke dem Poster in da das versteckte Schalter. Ja, ja, danke, dass du mir den Tipp verraten hast. Na, das wusste ich sowieso schon. Naja. Hey, du. Psst, unter der Spielhalle ist ein Keller. Weiß ich. Ja, lach mich ruhig aus, ich bin pleite, jetzt ist Schluss damit, ich werde bla bla bla, ich kann jetzt nicht mehr. Ah, da kriegen wir eine Münzkappe her. Dankeschön. Bitte. Und drüben am Tisch von Hausenhofen. Hey, Koch. Hallo, wir machen gerade Pause. Mega. So. Okay, haben wir jetzt nicht schon alles angeguckt, außer das in den großen Supermarkt? Ja, dem ist so. Aber wir werden jetzt in die Arena gehen und dann richtig kloppen. Monami? Nix da Monami. Monami gibt es nicht. Oh, schaffen wir die Arena in diesem Bart? Vielleicht, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du morgen arbeiten musst oder nicht. Ich muss morgen arbeiten. Und wie viel Uhr denn? Na gut, ich hab Spätschicht. Also, siehst du. Bis mal eine Leitung, Erika. Oh, warte. Wer hat da schon gewonnen? Danjuri hat schon gewonnen. Wer hat es gedacht? Also, Danjuri hat schon jede Dingsi durch. Ah. Oh. Okay. Voller Frauen. Ich sollte etwas über diese Arena erzählen. Echte Damen sind hier zugelassen. Richtig sexistisch, was soll denn das? Nur weil ich ein Bibi hab. Was soll das? Das ist Breeder Chloe. Mit einem Elekid. Und was ist das für eine Arena? Ist das eine Pflanzenarena? Ja, Pflanzenarena. Aber hier ist es ja sowieso egal. Ja, ich würde wohl noch fragen dürfen. Dead. Wir sind sowieso alle. Ich bin mal gespannt, was die Arena-Leiterin dabei hat. Oh, ein Schnäppke. Das ist cool. Mhm. Schnell, Okay. Oh, das sieht wirklich cool aus. Das ist die Vorentwicklung von Fern und Tor. Haben wir auch schon gesehen. Kopfnuss. Oh. Ist eine Kopfnuss gemacht. Ich mach einen Psy-Strafe und damit ist sein Kopf platt. So, wobei sein ganzer Kopf irgendwie. Sein Körper. Geiler Soundeffekt, oder? Ich werde immer besser. Ja. Sei nicht so grob zu mir.
Aber also nicht so grob zu mir. Also bist du sexistisch? Boah, das wird Erika die Eins. Ja, sie ist sexistisch. Nächste bitte. Mir wurde schon langweilig. Okay. Die Schönheit. Chef Rachel. Und Kikli. Kikli hört sich am Kampf-Pokémon an. Das erinnert mich an Bruce Lee. Das ist auch davon inspiriert, genauso wie Nocturne von Jackie Chan inspiriert ist. Ich finde die Kampf-Pokémon eigentlich alle ziemlich cool. Natürlich. Und Capoeira ganz besonders. Ja, Capoeira. Budi, ja. Knuffen. Also besser als diese komischen Dinger, da ist es auf jeden Fall. Als diese. Als diese epischen Pokémon, die aussehen wie Löwen oder aussehen sollen wie Löwen. Also die legendären Pokémon, die ja, die Hunde, die legendären Hunde oder wie auch immer die heißen, keine Ahnung. Hunde wie auch immer. Budi erreicht Level 18. Geil. Ein Hunduster. Der Hundedämon als Kind. Okay. Der kann ja nicht so schlimm sein. Also, ich meine, der ist ganz süß. Ja. So süß, dass ich ihn töte. Weg. Du hast einen Hundewelpen auf dem Gewissen. Mir ist egal. Ich habe schon mehrere Fukanos auf dem Gewissen, das sind auch alle so eine Welpen. Das ist echt brutal. Das beste Pokémon. Ja. Anton. Ja, Mats. Anton. Immer Migräne haben. Haben sie Anton. Naja. Ja, yeah, meine Frisur ganz zerzaust. Nee, sieht gar nicht so aus. Also, wie viele Gegner? Okay, nehmen wir dich noch. Ja. Na komm. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Ich kann sie überhaupt trainieren. Okay. Das ist aber keine Pflanzen-Pokémon bestimmt. Chef Joey. Oh, ein Traumato. Ja. Guck ihn dir an, ey. Er versucht seinen Verstand zu kontrollieren. Nee, er zeigt auf mich. Ja, er macht also den GTA-Move. Richtig. Hey, du! Ja, genau du, mit dir spreche ich. Ja, genau dich meine ich. Was ich von dir will, ist mir egal, ich zeig trotzdem auf dich. Okay. Entangulist, der macht vor allem Sklave, warum nicht? Okay. Level 38. Alter. Flügelschlag, vor allem. Das ist wirklich ein Pflanzen-Pokémon, ne? Ja. Volltreffer. Gut, geschafft, Buhu. Ja, Budi! Ich mag Budi. Nein! Doch, oh. Erstmal hier rumlaufen. Ja, geil. Jetzt noch die da herausholen. Hast du nicht schon? Hast du nicht schon einmal hier reingeschaut? Nein, das ist mein erster Aufenthalt. Das stimmt nicht. Ich hab dich schon gesehen. Scott. Ihr seid alles Männer. Ja, sind in Wahrheit alles Männer. Wow. Die Männer in dieser Stadt sind voll geil auf dieser Arena, weil da nur Frauen drin sein sollen, aber das sind eigentlich alles She-Males. Cool. Plot Twist. Verständlich. Jetzt ist das Spiel ein ganz anderes. Ein Radfratz. Boah, der hat ja nur richtig krasse Pokémon. Radfratz. Nee. Es gibt eine Taktik mit Radfratz. Bei der man sogar das, jedes Pokémon eigentlich besiegen kann. Dabei ist es ganz egal, was für ein Level Radfratz ist. Und die Taktik sieht wie folgt aus: Es gibt ein Item, das nennt sich Focus Gurt. Wenn ein Pokémon das trägt, dann hält es den. Also, wenn der erste Angriff eigentlich das Pokémon töten sollte, dann hält das Pokémon mindestens noch einen KP aus. Und es gibt eine bestimmte Attacke von Radfratz, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, aber. Lässt das Pokémon. Also, das gegnerische Pokémon die KP des Radfratz imitieren, sodass es auch nur ein KP hat. Und dann macht es einmal ruckzuckieb und dann hat es das Pokémon getötet. Krass. Finde ich cool. Und was ist, wenn das andere Pokémon schneller ist? Also ruckzuckieb ist eine Attacke, die einen Erstschlag garantiert. Ah, okay.
Alter, die viele, oh. Reptilien auch noch. Cool Träne. Natürlich. Reptilien, ja, roher Strahl. Wie sieht's denn aus mit der Zeit? Ja, stimmt, ja. Okay, wir machen den noch dann. Ja, also den Kampf schaffen wir noch, meinst du? Ja, natürlich, also wir haben sowieso fast schon überzogen, also ja, das ist schön. Also überziehen wir gerade noch mehr, wenn wir schon dabei sind. Hm. Ja, richtig. Ja, wir haben ja nur 20 Minuten und 30 Sekunden jetzt. Okay, also wenn es weiter in der Geschwindigkeit geht, dann passt das hier. Nein! So. Nein! Das ist so. Mein größter Albtraum. Da ist er. Scheiße. Guck mal, wie glücklich er ist. Attacke ist. Natürlich, jetzt macht er. Ach, oh, Mann. Okay, auch viel gestern. Bitte. Bitte töte es mit einem Hieb. Nein! Komm. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Ich hab grad das falsche Lied am Start, scheiße! Mike, ich wär geneigt, Mike, zeig mir meine Mittelmäßigkeit, Mike, bisschen mehr wie Mike, zeig mir meine Mittelmäßigkeit. Mach den Scheiß aus! Meine Güte! Was für ein Supertrank, leck mich doch! Du kleines Sixby, hast mein Tantinus auf dem Gewiss. Mann. Fick dich. Mann! Okay. Ich such's grad raus. Ich... Nein! Mach's weg! Ich will das nicht hören. Ein fucking Isso. Wegen einem verdammten KP. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben alles genommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part und ja. Tschüss. Tschüss.